Hallo und herzlich willkommen hier an diesem wunderschönen Tag. Wir tun hier gerade ein wenig Erde auffüllen. Dass das ein wenig schicker ausschaut hier. Das lassen wir so. Zack, zack, zack. Hier kommt ja noch ein Häuschen hin. Aha, was ich mir so alles vorgenommen habe. So. Hier kommt ein wenig Verschönerung hin. Zack, zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. So, eventuell noch ein bisschen. Der war einer zu viel, dass wir hier ein bisschen noch einigermaßen künstlerischen Boden haben. So, hier draus mache ich erstmal vier Stufen, die ich jetzt mal um diesen Block hier setze. So, so und so. Mache ich mal doch so und dann brauche ich doch noch ein bisschen was. Zack, zack. Und den nehme ich dann mal hier vor, weil den tue ich dann mal in die Mitte stellen. So. Also. Logischerweise. Blöpp. Genau. Und hier kommt dann ein Schild dran. Laufe der Jahre. Kleines Denkmal. An diese Pflanze, die er stand. Sind die auch so komisch aus? Oder ist das nur wegen dem Versionswechsel so wahrscheinlich? Mal sehen, ob die Pflanzen genauso ausschauen nach dem nächsten Versionswechsel, wenn wir von der 1.10.2 in die 1.11 wechseln. Bin ich ja mal sehr gespannt. So, hier kommen jetzt ein paar Gebäude. Mit ein paar meine ich ein paar. Ne? Also schon viele. Sehr viele. Hier fangen wir an. Aber wo fangen wir an, ist die Frage. Wo fangen wir an? Hier so? Ja, da so, ne? Da so. Da so. Aber gleich so eine Verwerfungslinie hier reinmachen, das gefällt mir auch nicht. Da fange ich lieber so an. Ne? Mach dann so weiter. Und es ist ein neueres Lied. Passt überhaupt nicht hier rein, gerade irgendwie. Aber ist dennoch witzig. Finde ich zumindest. Ist ein bisschen moderner und frischer auf jeden Fall. So, da ist hier oben schon mal ein Eingang. Können wir den ja auch so ein Dreier. Mal hier, das ist ein. Ja, das können wir so machen. 1, 2, 3, zack. Das passt. Das passt. Und dann wieder 3. Kommt das dann hier so drauf? So.
hier dann drauf. Und hier drauf. Habe ich den Stein noch? Ja, habe ich. Ist doch nicht so viel, der wird doch nicht reichen. Ich hoffe, er reicht. Aber es ist schwer zu sagen, aber reicht. Er reicht nicht. Nehmen wir doch mal noch diesen dazu, dann wird es aber reichen. Das werden wir nicht sehen. So. Aber hier unten werden wir das sehen. Und zwar hier. Genau. Den Rest sehen wir nicht. Aber das sehen wir. Genau, da haben wir das jetzt schon mal abgespeckt hier unten. Und da essen wir erstmal was. Ist der Enrico immer noch da? Ja, der ist noch da. Er ist noch da. So. Die Eckpunkte. Gehen wir wieder so rüber. Richtig, richtig. Zack. 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 Und den nächsten Stack. Zack. So, da wir hier jetzt schon viel mit der Farbe gearbeitet haben und ich möchte ja auch nicht zu bunt werden, nehme ich mal was Schlichtes und zwar einfaches Eichenholz. Müssen wir uns für den Boden zwar was einfallen lassen, aber ich habe mir vorgenommen, jedes Haus ein wenig anders zu gestalten und manche Häuser werden dann eben etwas schlichter gebaut und zwar aus normalem Holz. Gehört sich ja so. Na? Das kommt da rein. Und das sieht dann der Vordergrund. Zack, so aus. Ja, das ist doch mal ein Fortschritt auf jeden Fall. Die Häuser sind dann etwas teurer hier in der Gegend. So. Plöpp mal wieder nach unten. Ja, wahrscheinlich erstmal eine Reihe rumziehen. Und dann die nächste Reihe und dann werden wir sehen. Weil hier wieder eine doppelte Wand entsteht. Gibt es hier wahrscheinlich auch nicht so viel zu sehen. Zumindest in die Richtung, baulicherweise. Uns gerade noch mal fangen können. Hier kommt nämlich ein Fenster rein. Zack. Und hier auch. Und hier auch. Zack, zack, zack. Zack, zack. So, so, so. So, so, so. Und da haben wir mal ganz schnell ein Haus hochgezogen. Ne? Also bei uns geht das wirklich super fix.
Man sieht's. Dass es super fix geht. Und hier kommt jetzt ein Querbalken rüber. Und hier auch. Und es wird wieder Nacht und ich springe ins Bett. Und das Bett hier oben? Ne, das haben wir unten. Eine wundervolle Aussicht haben wir von hier, ne? Wundervoll. Lass mal einen Screenshot machen. Zack, zack, zack. Und laufen mal runter. Und legen uns schlafen. Mal ganz kurz was schauen. Ja, haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit. Wahrscheinlich dann auch so ein versteckter Gang hier. Mal später, weil ja alles dann zugebaut ist mit Häusern. Sieht man den da wahrscheinlich nicht mehr so häufig. Da müsste ich mich mal kurz strecken. Macht das Sinn, hier von draußen was nach oben zu bauen? Hier sind wir hier, ne? So, zack, zack, zack. Zack. Genau. Das macht dann hier so. Kommt dann hier so. Aber jetzt geht's. Genau. Von oben ist eigentlich ein ganz schöner Ausblick, muss ich ehrlich zugeben. Muss ehrlich sagen, gefällt mir. Vor allen Dingen würde das ja auch nicht so passen, wenn wir jetzt hier in weiß oder in hellgrau den Ton jetzt die Etage gestalten und der Schriftzug ist auch so. Das würde ja so weiß auf weiß oder hellgrau auf hellgrau oder hellgrau auf weiß oder andersrum, das passt ja irgendwie nicht. Deswegen wollte ich das auch ein bisschen anders gestalten. Zumindest passt das ja auch nicht, wenn ja drüben ein Schwarzeichendach ist und wir hier ein Haus bauen, was mit Schwarzeichenfassade. Also das passt schon mal überhaupt nicht. Deswegen habe ich mir dann so sagen lassen, machen wir es doch so. Bleibt nur die Frage, wie wir den Boden hier gestalten. Oder die Decke, je nachdem. Ich mache hier erstmal ein paar Stufen draus. Zack. Und hier draus mache ich mal ein paar anders aussehende Stufen. Weil das andere sind keine Stufen, sondern Treppen. Und da wird das Haus ein wenig breiter. Zack. 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 Und zack. Hier drüben kommt nichts ran, weil hier kommt ein anderes Haus noch ran. Und hier wird es jetzt ein bisschen kniffliger, deswegen mache ich das auch von oben. Nur das Wichtigste schon mal von unten machen. Merkt man es, dass es hier nach unten geht? Ups, mit der Axt geht es schneller. So, gehen wir mal nach oben, da geht es einfacher. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei. Und da geht es dann hier weiter. Mit eins, zwei, drei. Dann wieder eins, zwei, drei. Und dann kommt die Treppen zum Einsatz. Zack. 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 Und dann müsste das so ausschauen, als würde es passen. Ja, so schaut das auch ein bisschen besser aus. Ja, genau so wollte ich es haben. Und dann gucken wir doch mal, wie wir jetzt die erste Etage oben gestalten. Bautechnisch, wahrscheinlich auch wieder mit Eichenholz.
ziehen das jetzt mal so durch. Mit der Eichenholztechnik. Hier ist halt der Block. Ich habe kein Fichtenholz mehr. Rotscheller. Nehmen wir uns mal wieder welches und gucken mal hier nach. Zack. Wahrscheinlich werde ich den Fußboden hier mit Eichen hier für Birkenholztreppen machen. Können wir ja schon mal anfertigen, die Treppen. Weil die sehen nämlich ein bisschen anders aus als der Block. Ich glaube 40 reichen da auch aus. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht machen wir uns ein kleines Muster rein. Nee. Das hat nicht ganz gereicht. Upsala. Das hatte nicht ganz gereicht. Aber jetzt reicht es. Da hier unten drunter auch Monster spawnen können, werde ich das ein wenig ausleuchten müssen. Erde dabei, ja, hier. So. Werde es wahrscheinlich ein wenig ausleuchten müssen. Dann machen wir mal hier eine Fackel hin. Da eine. Komme ich dahinter? Ja. Und hier auch eine. Und hier in die Mitte. Und jetzt muss ich ja auch wieder irgendwie rauskommen. Das hat immer noch nicht gelangt. 80 Stück haben wir jetzt reingeballert. 4 werden auch nicht reichen, aber ich will das ganze Holz hier nicht verschwenden. 16 müssten jetzt eigentlich lang. Langt auch. Nicht runterfallen. Tun wir das mal in die Holzkiste hier. Zack, zack, zack. Und das mal in die Steinkiste hier. Zack, 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 zack. Das ist wahrscheinlich die Grußkiste hier hinten. Nimmt er langsam schon Formengestalt an. Unser Häuschen. Natürlich kann das jetzt nicht so groß werden wie die großen Gebäude hier hinten, aber immerhin fast so groß, ne? Immerhin fast so groß. Zumindest größer als die hier. Die sehen ja von der Etage aus als normale Wohngebäude, aber wenn man weiter nach unten guckt, da schaut es doch ein wenig anders aus. Nehmen wir noch das Eichenholz hier. Ich mache die Etage hier mal komplett mit Eichenholz. Hat eine besondere Befugnis, die ich mal jetzt vorhabe. Mal ausprobieren, ob das hier symmetrisch ist zum Bleistift. Das ist es auch. Siehst du mal. Kann man ja auch mal den da machen. So. Und so. Schaut nicht schlecht aus. Machen wir hier mal auf der Seite genauso. Oder wollen wir das dann mal anders gestalten? Auf der Seite mal so zwei. So und ein Dreierfenster haben. Wir machen es mal so. Wir machen mal sogar ein Panoramafenster hier draus, indem wir das 5 breit haben. Gefällt mir irgendwie besser. So, hinten sind wir 4 nach oben. Das sind jetzt. Naja, machen es mal von der Seite. 1, 2, 3, 4. Und machen wir hier nach drüben. So,
So, so. Wieder ein Deckel drauf. Ja, das schaut auch aus. Das schaut aus, ja. Jetzt muss ich mal ganz kurz was trinken. Entschuldigt mich dafür. So, wieder zurück. Es regnet ja gerade ununterbrochen bei uns hier. Und ich muss auch sagen, zu langsam macht mir das zu schaffen. Also es geht langsam auf die Psyche. Das merkt man. Das merkt man vor allem, wenn man dann in der Berufsschule dann ein bisschen unkonzentriert ist. Bin ich zum Glück noch nicht, aber ich kenne einige, die das betrifft. Die da sehr unkonzentriert sind. So eine leichte, unkonzentrierte Art. Oh, Moment mal. Hier kommt nichts hin. Da kommt nichts hin. Ne, hier oben auch nicht. Zack, zack, zack. Ne, hier kam auch nichts hin. So, ne, hier oben kam nichts hin. Oder? Ja doch, hier kommt schon noch was hin. Eieiei, ich raspel mich ja schon wieder. Es ist Nacht, es ist Nacht, es ist Nacht, es ist Nacht, es ist Nacht. X, ouch, x, x, ux. Bis morgen, meine lieben Freunde. Ciao, ciao.